Im Mittelalter unterscheidet sich das Zusammenleben der Menschen, also die Gesellschaft, völlig von dem, wie wir es heute kennen. Die Menschen sind damals nicht gleich. Sie sind in Klassen eingeteilt. Man nennt das die Ständegesellschaft. Das Mittelalter in Europa ist der Zeitraum von 500 bis 1500. Das hat man aus heutiger Sicht so festgelegt. Die Frage ist nur, warum gerade diese Zeitspanne? Naja, weil in diesen 1000 Jahren, also von 500 bis 1500, das Leben der Menschen maßgeblich vom Glauben und von der Kirche geprägt ist. Die Kirche hat sehr viel Macht über die Menschen. Und das Zusammenleben der Menschen, also die Form der Gesellschaft, hat sich in dieser Zeit nicht entscheidend geändert. Die Menschen in dieser Zeit leben in der sogenannten Ständegesellschaft. Das bedeutet, die Menschen sind nicht gleich, sie gehören einem Stand an. Es gibt drei Stände. Die kleinste Gruppe ist der erste Stand. In ihm sind die Geistlichen zu finden. Bischöfe, Mönche, Pfarrer und Nonnen. Man nennt diese Gruppe den Klerus. Der zweite Stand, das sind schon ein bisschen mehr, das sind die Adligen, also Fürsten, Grafen und Ritter. Der dritte Stand, das ist der gesamte Rest, die weitaus größte Gruppe. Das sind Bauern und Handwerker. Soweit zum Aufbau der Gesellschaft. Was unterscheidet jetzt die einzelnen Stände? Naja, die Stände haben verschiedene Pflichten und verschiedene Rechte. Offiziell hört sich das so an. Der Klerus, also die Geistlichen, der gibt vor, wie die Menschen leben sollen, damit es ihnen nach dem Tod gut geht. Und das ist den Menschen ziemlich wichtig. Der Adel schützt die Menschen vor feindlichen Übergriffen. Er stellt Streitkräfte, zieht also notfalls in den Krieg. Und der dritte Stand, der ermöglicht das alles durch seine Arbeit. Es klingt ja erstmal sogar ganz vernünftig, heute nennen wir das Arbeitsteilung, aber die Ständegesellschaft hat einen entscheidenden Unterschied zu der Arbeitsteilung heute. Zwischen den Ständen, ganz besonders zwischen dem dritten und dem zweiten Stand, gibt es eine unüberwindbare Grenze. Wenn ihr im dritten Stand seid, dann könnt ihr fleißig und intelligent sein, ihr könnt sogar reich werden, aber den Stand wechseln, das könnt ihr nicht. Denn entweder wird man adlig geboren, also zweiter Stand, oder eben nicht. Und wenn ihr im dritten Stand geboren wurdet, dann bleibt ihr auch im dritten Stand. Ein Wechsel vom zweiten in den ersten Stand, das ist schon möglich. Man muss sich dazu entscheiden, der Kirche zu dienen, also ins Kloster gehen oder Pfarrer werden. Und wieso nicht Bauer sein und einfach Pfarrer werden, also damit vom dritten in den ersten Stand wechseln? Das liegt hauptsächlich daran, dass die Gesellschaft eben ganz anders aufgebaut ist als heute. Das Leben der Menschen im dritten Stand besteht in erster Linie aus Arbeiten, Arbeiten, Arbeiten. Und zwar vor allem richtig hartes Arbeiten auf dem Feld. Die Kinder von Bauern gehen nicht zur Schule und die Folge ist, kaum einer kann lesen oder schreiben. Wer aber Pfarrer werden will, der muss richtig gebildet sein. Er muss sogar Latein und Griechisch können. Der Aufstieg vom dritten in den ersten Stand ist damit fast unmöglich. Warum aber eigentlich Aufstieg? Dass es mehr Bauern als Adlige oder Geistliche gibt, das sagt ja noch gar nichts über die Position in einer Gesellschaft aus. Das heißt also, wer bestimmt denn, wer oben und wer unten steht? Bestimmt wird das von dem, der die Macht hat. Macht haben, das bedeutet, ein Mensch kann einem anderen vorschreiben, was er zu tun oder zu lassen hat. In der Ständegesellschaft, da liegt die Macht in den Händen des Adels und des Klerus. Und die lassen auch extra solche Bilder wie das hier malen. Da wissen die Bauern ganz genau, wenn sie sich das anschauen, wo ihr Platz in der Gesellschaft ist. Die Bauern können zwar nicht lesen, aber interpretieren können sie solche Bilder durchaus. Und da wissen sie ganz genau, wir stehen immer unten und ganz oben, da ist der Klerus. Durch ihre Macht können die ersten beiden Stände vom dritten Stand im Prinzip fordern, was sie wollen. Ob jetzt mehr Arbeit oder auch mehr Abgaben, der dritte Stand ist durch überhaupt nichts geschützt. Klar, heute gibt es dafür Gesetze, an die sich alle halten müssen. Die gelten auch für alle gleich und die schützen auch Menschen vor der Willkür anderer, aber damals gibt es sowas überhaupt nicht. Warum aber kann diese aus heutiger Sicht für viele total unfaire Struktur der Gesellschaft so lange existieren? Naja, die Macht der beiden oberen Stände ist, obwohl der dritte Stand zahlenmäßig weit überlegen ist, kaum zu brechen. Das Land, auf dem die Bauern arbeiten, das gehört den Fürsten oder der Kirche. Und lehnt ein Bauer eine Forderung der herrschenden Stände ab, dann sind die Folgen oft lebensbedrohlich für ihn und für seine ganze Familie. Denn man nimmt ihm das Land weg oder man verurteilt ihn zu Gefängnis oder zum Tode. Es geht für die Bauern nicht darum zu leben, sondern ganz einfach ums Überleben. Und nicht nur der Adel hat Macht über die Bauern, auch die Kirche. Wer sich gegen den Klerus auflehnt, dem droht als Ungläubiger auf dem Scheiterhaufen verbrannt zu werden oder nach seinem Tod in der Hölle sporen zu müssen.
Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber aus heutiger Sicht wirkt die Drohung mit der Hölle eher so ein bisschen komisch und albern. Aber damals ist das ganz anders. Denn das Weltbild, das wird damals nicht durch die Naturwissenschaften vermittelt. Die gibt es nämlich in der Form, wie wir sie heute kennen, noch nicht. Es gibt damals natürlich irgendwelche Quacksalber, die sich Dinge ausdenken. Aber so aufgeklärte Naturwissenschaften, die gibt es damals nicht. Sondern die Kirche gibt vor, wie man die Welt zu sehen hat. Es gibt ziemlich viel, was die Menschen sich damals nicht erklären können. Zum Beispiel, weiß ich nicht, einen Regenbogen. Sowas deuten die Menschen dann als Zeichen Gottes. Oder ein Gewitter, das ihnen die Ernte vernichtet. Das ist dann zum Beispiel Gottes Strafe für unchristliches Verhalten. Die Aussicht für alle Ewigkeit im Fegefeuer zu sitzen, das ist da schon eine ernstzunehmende Drohung. Und da haben die Menschen durchaus Respekt vor. Ihr seht also, die Ständegesellschaft ist ein stabiles, aber auch starres System, in dem die Menschen nicht so einfach zwischen den Ständen wechseln können, weil die Macht ungleich verteilt ist. Zumindest für die Herrschenden ist das natürlich eine vorteilhafte Sache und die hatten auch gar kein Interesse daran, das zu ändern. Wenn ihr euch noch mehr mit wichtigen Ereignissen und Begriffen aus dem Mittelalter beschäftigen wollt, dann überhaupt kein Problem. Hier auf diesem Kanal kommen demnächst noch mehr Videos, auch zu anderen Geschichtsthemen. Und wenn ihr sonst noch was zur Ständegesellschaft wissen wollt, dann schreibt es einfach unten in die Kommentare. Wir kümmern uns dann darum. Und ganz wichtig auch, wenn ihr überhaupt kein Video mehr verpassen wollt auf diesem Kanal, dann abonniert ihn einfach. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.